dass der Endkampf von Durlaks Turm hier in dem Dorf stattfindet, finde ich auch ein bisschen irritierend. Aber gut. Vielleicht war das noch so ein extra Schmankerl für diejenigen, die den Turm zu einfach fanden, dass man hier noch so einen ganz harten Kampf bekommt. Aber na gut, so, was müssen wir auf jeden Fall machen? Du brauchst die Doppelgänger. Wir brauchen alle Furchtbannen. Die Schadenstränke, die Stärketränke. Du hattest auch noch irgendeinen Trank, den du trinken wolltest. Du Segnung, du hast gleich erst. Was haben wir noch? Du kannst den noch haben, du trinkst. Was zur Hölle? So, du hast deinen schon getrunken. Genau, das wolltest du noch sprechen. Du mach das auf die Gruppe wahrscheinlich. Und du machst Hast und du benutzt die Schriftrolle und gibst sie ihr. Die benutzt sie auch und die andere kriegt du nachher. Das dauert alles viel zu lang. So, das und das. Und den zurück und das da rein. So, jetzt sind wir hochgebufft bis zum geht nicht mehr. Jetzt wird abgespeichert. Können wir noch irgendwas machen? Haste, Schutz vor Furcht, Gruppen, AC, Stärketrank und Schadenstrank. Sie hat die Quickslots voll. Sie hat nichts für die Quickslots und sie hat sie auch voll. Alle haben Heiltränke. Ja, jetzt gehen wir da runter und töten Gott. Oder sowas in der Richtung. Du bist kein Gott. Sie hat gerade ihren Gott eine Bestie genannt. Sehr charmant. Ihr seid hier. Ich nehme an, das ließ sich nicht vermeiden. Ihr habt Durlaks Turm getrotzt. Dann dürften unsere schwachen Schutzmaßnahmen für euch wohl keine große Sache sein. Ja, so schwach würde ich die nicht unbedingt nennen. Das war schon haarig. Aber eigentlich ist das völlig unwichtig. In einigen Sekunden werden Kreaturen wie ihr machtlos vor uns im Staub liegen. Bei allem, was recht und heilig ist, es wird euch nicht gelingen. Bei allem, was laut und windig ist, wollt ihr wohl still sein. Ihr könnt euch ausgeben für wen oder was ihr wünscht. Ihr habt dennoch versagt. Der neue Herr wird kommen, trotz eures Slogans. Das ist ein sehr modernes Wort für ein Fantasy-Spiel, aber gut. Der neue Herr wird kommen, trotz eurer Entenflinten. Das ist noch ein moderneres Wort. Aek Letek. Der neue Herr wird kommen, Sohn der neuen Höllen, lasst den, der gefangen war, ins Licht treten. Der Dolch ist zerbrochen, ich lasse euch frei. Ja, das ist ein richtiger Dämon. Die kenne ich aus dem zweiten Teil, da waren sie schon garstig teilweise. Und wir haben 5 Magier drumherum. Auf dem Boden ist eine Rune, kann man da irgendwas machen? Nee. Dies ist eine falsche Tür. Na gut, also, er wird stark sein, aber es ist nur ein Ziel und wir haben hier 5 Magier, das heißt, erstmal sollten wir die Magier ausschalten. Dafür wechselt Imuin auf ihre Explosionspfeile und schießt einfach mal direkt auf ihn. Ich hoffe mal, da werden alle getroffen, nur wir nicht, das wäre natürlich super. Und du schmeißt eine Todeswolke dahin? Hoffentlich ist das nicht so nah. Na gut, auf jeden Fall die Todeswolke. Und Shahira macht Flammenstrahl auf den. Du greifst den an. Du greifst den an. Und du auch. Jeder hat einen Job. Wir müssen immer ein Auge behalten, sonst schießt sie uns die Köpfe weg mit ihren Feuerballpfeilen. Okay, hat es einer von uns erwischt? Nee, aber sie ist schon tot. Cool, cool. Ja, alle Magier wurden getroffen. Da schießt den zweiten Pfeil auch nochmal drauf. Du gehst mal dahin. Du dahin, du dahin. KI aus. Nur für den Fall.
Du zauberst irgendwas. Ach, die Todeswolke, genau. Du schießt weiterhin auf ihn und du machst einen Flammenstrahl auf. Hier geht nur ein Krieger hin, ne? Ja, zwei habe ich dahin geschickt, einen dahin. So. Todeswolke kommt. Feuerball war ein bisschen nah dran. Oh, und er ist zu nah an der Todeswolke. Lauf mal dahin. Ihr beiden greift schon mal den da an. Hat sie gerade Schaden bekommen? Das ist so ein Blutpixel da. Dünner hier, Littner Schaden 0. Huh. Oh, und er wurde gesilenced. Karle, der kann eh keinen Zauber sprechen. Na gut. Du machst erstmal neue Spiegelbilder. Du schießt mit den Säurepfeilen auf den da. Und du machst einen neuen Flammenstrahl auch auf den da. Du läufst, ihr greift an, ne? Ja. Hoffentlich macht er nicht zu viel Schaden. Khaled. Ah ja, der hat wirklich nur so wenig Lebenspunkte. Ich dachte, das wäre wieder der Bug. Weil bei ihm sieht es ja auch hier fast voll aus und er ist voll. So, wo ist Khaled? Khaled läuft gerade zu den beiden anderen Kriegern. Dann kann Girogon Hand auflegen machen. Du hast schon den Flammenstrahljob, ne? Mach noch einen. Und du schmeißt noch einen Feuerball da so hin. Immun schießt weiter auf den. So, hat Khaled schon einen Trank getrunken? Ja, so, alle drei da drauf. Oh, was ist das? Du. Sterben. Sterben ist kein guter Buff. Ganz und gar kein guter Buff. Ich glaube, den Spruch kenne ich, aber der dauert eine ganze Weile. Also. Warten wir jetzt kurz? Oder nee. Sie läuft in eine stille Ecke und macht dann Magiebrechen auf sich selbst. Und wir hoffen einfach mal, dass die Krieger das nicht abbekommen, weil deren Haste macht momentan sehr viel Schaden. So, ihr drei lauft hierhin an der Wolke. Und da ist noch einer. Ihr drei lauft dahin an der Wolke vorbei. Wir hoffen einfach mal, dass der Dämon mitläuft und nicht zu unseren Fernkämpfern umschwenkt. Du schießt weiter auf den, der schon längst hätte tot sein sollen. Und du schmeißt noch einen Flammenstrahl auf den, der längst hätte tot sein sollen. So weit, so gut. Angreifen. Du trinkst noch einen Trank. Du trinkst noch einen Trank. Und dann greifst du an. Er ist endlich tot. Schön. Immer ein Schwenk um auf den Magier. Da ist noch einer. Boah, du Große. Na gut. Dünner hier. Aber die stehen schön nah beieinander. Dann machen wir da einen Feuerball hin. Obwohl, nee. Sie sollte ja nicht sterben. Das war die erste Priorität. Also Magiban. Da in die Ecke. Ihr beiden nehmt mal kurz ein bisschen Abstand. Warum kannst du nicht weglaufen? Oh, oh, sie hat es auch bekommen. Bist du schon am Zaubern? Ja, bist du. Ja, vielleicht bekommt sie es ja auch noch ab. Das wäre natürlich ideal. Irgendwas ist gerade zerfetzt. Du heil dich. Oh oh. Du läufst auf wen zu? Wahrscheinlich auf Shahira, die sie nicht bewegen kann. Böser, böser Dämon. So, weg da. Schieß auf den Dämon. Nee. Kleinkram zuerst. Ihr seid alle schön am Töten. Ja, es ist weg. Jedenfalls von ihr. Und ihr Buff ist noch drauf. Also wird der Buff nicht entfernt, wenn diese Kugel da ist. Gut, gut. Dann machen wir das Ganze doch gleich nochmal auf Shahira. Und du. Obwohl, Jahira hat es gerade erst bekommen, ne? Ich bin versucht, jetzt hier Monster zu beschwören, damit er erstmal auf die Monster geht und wir mehr Zeit haben, Jahira zu. Ja, probieren wir. Auch wenn sie nicht gleich wieder zaubern werden kann, weil sie ja gerade erst gezaubert hat. Aber uns bleibt da nicht so viel Auswahl. Du tötest schnell, ihr tötet schneller. Ah, na gut. Dämon ist tot. Was? Hat er jetzt die Todeswolke abbekommen oder was? Dämon ist nicht tot. Er hat sich nur teleportiert.
Ah ne, ich sehe da Fetzen in der Luft. Ah, okay, Dämon stirbt, er übernimmt einen von seinen Gefolgsleuten. Du bist zweimal da, Junge. Na gut. Dann solltet ihr nicht da bleiben, sonst kriegt ihr auch diesen Todeszauber ab. KI ist immer noch aus. Naja, alle da drauf. Du schießt auch auf den. Du. Oh, gut. Die Hunde-Dingen sind noch nicht da. Dann machst du jetzt Magie brechen auf Shahira. Weg, 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 weg. Genau so oft musst du weg. Und du Heiltrank und weglaufen. Und du Heiltrank und du Heiltrank. Und ihr lauft einfach schneller weg. So, wie sieht's aus? Shahira ist wieder unter den Lebenden. Also nicht, dass sie tot gewesen wäre, aber sie wäre bald gestorben. Dann machst du Flammenstrahl. Du schießt. Ah, okay, weiter auf den. Und du schmeißt einen Feuerball dahin. Und unsere Krieger laufen einfach weiter weg. Und trinken Heiltränke. So, Trank, Trank, Trank. Und der Dämon ist wieder tot. Und bei dem. Na, breitet die Wolke sich aus? Oh oh. Ihr lauft mal in die Ecke. Hat irgendjemand den Todeszauber? Nee, gut. Die in den Kugeln scheinen geschützt zu sein vor der Wolke. Aber sie sind nicht geschützt vor einem wütenden Dämon. Also lauf mal dahin. Du auch. Und wir hoffen mal, dass das alle Magier waren und nicht noch irgendwo einer in der Ecke ist. Was kommt da jetzt angeflogen? Oh, festhalten, Todeszauber. Gut. Das ist jetzt doof. Weil die Krieger so nah dran sind. Und wir haben noch vier Magie brechen. So, Magie brechen. Dahin. Die Krieger bleiben in der Ecke stehen. Und du machst einen Flammenstrahl auf ihn. Boah, das artet richtig in Arbeit aus. Er ist tot. Yes! Und ich höre diesmal gar keine englische Stimme. Aber gut, Abenteurer, Abenteuer habt ihr erlebt und Gefahren seid ihr gegenübergetreten. Und dennoch seid ihr mit dem Leben davongekommen. Mörderische Geschöpfe sind euch entgegengetreten und dennoch habt ihr standgehalten. Eure Taten nähern sich dem Ende und die Legenden der Schwertküste liegen damit hinter euch. Die Welt steht jedoch nicht still und wartet auf eure nächsten Abenteuer. Na gut, auch nicht sehr episch. Für das Ende des ganzen Addons. Das machen die im zweiten Teil schon wesentlich besser. Das Ende vom zweiten Addon ist da richtig krass. Aber gut, fertig. Ja, genau. Es wäre schön, wenn Imo nicht sterben würde. Sie brauchen wir noch. So. Wow. Ja, und jetzt lassen wir die Todeswolke mal schön vor sich hin Wölkchen machen. Und heilen uns so lange hoch. Ja. Also dieser Todeszauber ist echt übel. Obwohl wir nicht wissen, wie lange es dauert. Es kann auch sein, dass es 10 Minuten dauert, bis er kommt. Naja. Speichern können wir. Ah ja, speichern können wir jetzt auch, wo die Wolke weg ist. Dann machen wir das doch gleich mal. Speichern. LP 102.